Hey und hallo zu Sims 3 zu Paula F aus B. Und nachdem wir natürlich die ganze Nacht mit dem Einhorn verbracht haben und natürlich total unglücklich ist das dann abgehauen und gut, das war dann Offscreen sozusagen. Und sie hat natürlich jetzt den ganzen Sonntag verschlafen, es ist 13.54 Uhr. Ich will mal sehen. Der beste Zeitpunkt oder der beste Zeit, Quatsch, der beste Treffpunkt war ja eigentlich mit Piper auf dem Friedhof gewesen. Und ja gut, wir versuchen es nochmal. Sie hat hier zwar das Einhorn als bekanntes, gibt es da keine Interaktion, weil das Einhorn nicht da ist. Logisch. Gut, jetzt macht sie erstmal Waffen, denn das, was sie machen kann, ist natürlich etwas differenziert und. Wisst ihr nicht, sie hat jetzt zumindest Waffen. Irgendwie hat sie aber keinen Ton. Keine Ahnung, doch, klappert ein bisschen. Na, wie auch immer. Ich hoffe, dass sie bald fertig wird und dann können wir Waffen essen und dann, ja, endlich losziehen. Der Tag ist kurz. Wenn das natürlich mit Piper nicht klappt, dann, ja, ich will mich ja auch um dieses, Star-Sein kümmern. Ja, müssen wir mal gucken. So, nun ist es endlich fertig oder nicht? Oh. Was ist jetzt? Ah, okay. Na dann los. Gut, Teller nehmen. Ich hoffe, dass sie genug gemacht hat. Und gut, Hunger hat sie auch. Der Tierin. So, na dann, guten Appetit. Endlich wieder Waffeln. Also irgendwie ist das auch das Einzige, was sie kann, ne, oder? Na gut, obwohl sie ist Kochen Level 4. Also da muss sie schon ein bisschen mehr können. Denke ich zumindest. Gut, guten Appetit. Würde ich mal sagen, aber ist schon fast oft gegessen. Und ja, räum das mal auch weg. Ja, na klar, und dann kümmern wir uns mal hier. Wo war denn das mit dem Friedhof? Der muss ja ziemlich außerhalb der Stadt sein. Ich weiß nicht, also alles aus dem Hellen, sonst gucken wir immer im Dunkeln auf die Karten, ne? Was ist denn das hier? Das ist Elixiergeschäft. Botanischer Garten mit Wunschbrunnen ist da auch irgendwie cool. Okay, ich finde jetzt den Friedhof nicht, dann würde ich mal sagen, machen wir das, wa? Botanischen Garten mit Wunschbrunnen. Hört sich doch gut an. So, also, dann soll es das also sein. Einladen nach. Würden sowieso gleich auf die Karte bringen und dann wollen wir mal sehen. Jo, sag ich ja. So, wo haben wir das hier? Irgendwie cool. Botanischer Garten hört sich irgendwie gut an. Da muss man doch einfach zusagen. Okay, hört sich gut an und das hört sich auch für mich gut an. Klickt nicht weg, dann wollen wir mal. Na los, lass... Oh, ist denn das hier... Lass dich nicht abbringen. Na klar, dann werden wir noch ein bisschen hier im Haus hin und her. Oh Gott. Ja, da wird Piper natürlich erster sein, wenn Paula hier total so rumbrummelt. So, dann bin ich auf den Botanischen Garten ja mal gespannt, aber sieht ja schon mal gut aus. Mach doch mal eins. Outfit wechseln. Alltagsbekleidung. Und erstmal wird sie auch angesprochen hier von Piper. Hi. Oh. Ah,
Wie bitte? Also erstmal gründen wir eine Gruppe, damit sie uns nicht abhaut. Und dann versuchen wir freundlich mal nach dem Tag fragen. Okay, verraten wir ihr Geheimnis. Eigentlich ist sie ja schon Freundin. Bisschen tratschen. Naja, die üblichen Sachen und freundlich nochmal irgendwie eine Runde. Vielleicht können wir auch ein Geschenk geben. Also ich würde dir ja gerne mal von dem Schrottteil was abgeben. Was kann man denn hier so als Schönes machen? In diesem botanischen Garten, außer Ansehen im Sand spielen. Okay, wollen wir uns mal um den Wunschbrunnen kümmern oder nicht? Münzen stehlen. Das nicht angeln. Okay, Wunsch nach Liebe. Und was ist jetzt eben für eine Musik? Irgendwie ist schon dunkel. Wie jemand in dieser Gruppe hat da ein Hühnchen zu robben. Ich denke, ich mache, dass ich verschwinde. Nö, mach mal nicht. Sie freut sich über unser Geschenk und macht doch mal zu. Oh, jetzt ist sie weg, ey. Das ist doch nicht wahr. Paula hat es sich ganz doll gewünscht, aber anscheinend ist nichts Besonderes passiert. Okay, dann klauen wir jetzt die Münzen und mal sehen, was dann passiert. Eine Goldmünze gefunden. Yep. Also irgendwie wollte sie jetzt irgendwie ein Hühnchen tropfen noch. Das finde ich ja blöd. Was hat sie denn da? Zufriedenheit. Jetzt wünschen die sich selbstständig irgendwelche Sachen. Ist ja krass. So, und ich wünsche mir die jetzt nochmal Piper her und frage mich gerade, was sie irgendwie hier. Jetzt kommt die nicht mehr. Warum eigentlich? Irgendwie werden wir ständig enttäuscht und dann, gut, dann fahren wir jetzt rüber zum Volksfest und sehen mal zu, dass wir irgendwie noch ein paar Stars treffen. Ich glaube, das ist auch sinnvoller, als jetzt die ganze Zeit hier irgendwie immer Piper hinterher zu rennen. Was macht sie denn da? Total krass. In den Brunnen tauchen. So, dann ab. Jo, komischerweise ist Paul nach Hause gehopst. Ich war mit ihr eigentlich zu dem Bürgerstadtpark oder beziehungsweise zum Sommervolksfest, aber keine Ahnung, was hier passiert ist. So, dann probieren wir nochmal Piper, dass sie vielleicht kommt. Wenn nicht, müssen wir jetzt wirklich mal jemand anderes probieren. Das wird mir nämlich zu blöd. Also irgendwie ist das überhaupt nicht mit ihr und keine Ahnung warum. Probier doch die mal. Achso, sie hat ein Star-Level. Der kann man nur. Du kennst diesen Star nicht genug. Und deswegen kann ich der also nicht irgendwie. Ja, das verstehe ich jetzt. Da muss man erstmal drauf kommen. So, wie geht's denn ihr sonst so? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich gebaut im Sommerfest und. Ganz kurz was geändert, damit sie damit ich mit ihr besser hantieren kann, aber du, das hat sie sofort nach Hause geschossen. So, was ist denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Unter Dusche. Nicht sehr praktisch. Dann gehst du jetzt schlafen, dann probierst du morgen nochmal.
So, Frühstück. Danach gehst du gleich nochmal aufs Klo und dann dann können wir jetzt schon wieder losziehen. Ja, wir könnten uns ja auch mit Einhörnern anfreunden, aber das geht dann leider mal nicht so. Vor allem, was das Spiel hier Hühnchen tropfen will, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die Paula ist also völlig neu erstellt und war auch gewesen und hat noch nie mit irgendjemandem was zu tun. So, beim Wunschbrunnen war ziemlich langweilig und am Friedhof, ich sage, am Friedhof war am besten. Da wüsste ich aber nicht, wo er ist. Ach, hier ist er doch. Kiek mal, also Friedhof. Und zumindest können wir da versuchen, auch mal unsere Angeln-Tätigkeiten nachzugehen. Ah, das hatten wir da, wo das Einhorn gewesen ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Da konnten wir auch sehr gut. Können wir Outfit wechseln? Aber erst, wenn wir da sind, glaube ich. So, angekommen ist sie auch schon und mal kicken, lass mal nicht die Zeit so schnell laufen. Was macht sie da? Hausaufgaben. Vielleicht können wir irgendwie ein bisschen helfen, nach Tag fragen. Bitten mitzumachen. Ich frage mich gerade, was Paula macht hier. Paula rennt hier rum. Paula sollte sich eigentlich umziehen. Verabschieden brauchst du dich nicht. Verrat ihr mal ein Geheimnis und irgendwie. Wüsste ich nicht. Vielleicht können wir sie auch fragen, ob sie mit nach Hause kommt. Eine Feuerwehrgeschichte erzählen und irgendwie. Gut, dann loben wir ihre Hausaufgaben und ihr wisst ich nicht, ein bisschen unterhalten müssen wir ja mit ihr. Und fragen sie, wie alt sie ist, da haben wir bestimmt schon viermal gefragt, aber ist ja egal. Bisschen Chaka machen, das finden die alle gut und dann. Was haben wir unter Meer? Trösten, Schutz bitten vom Angeln schwärmen, vom Angeln schwärmen. Hier, nach Hause einladen. Probieren wir mal. Je mehr sie irgendwie sagt, nee, komm nicht mit, je mehr muss ich irgendwie versuchen, dann irgendwie was draus zu machen. Sie ist 99 Tage jünger, das wissen wir eigentlich schon. Piper hat einen schlechten Tag. Und, kommst du mit? Ich hab zu Hause eine super klasse Torte und irgendwie klappt mein Mord nicht. Okay, sie sagt ja und dann geht's mal ab nach Hause. Und sie hat sogar was zum Anziehen. Da ist sie und sie kommt mit und ich bin ja schon mehr aufs Neueste gespannt, was für Bugs uns diesmal erwarten. So, sagenhafte Erfolge. Piper ist mitgekommen. Außerdem hat sie ja die Torte mit dem Inventar. Aha, okay, sie schwimmt. Jetzt ist gar keiner mehr zu sehen. Ach du lieber Himmel. So, Piper hat sich schon mal ausgezogen und liegt nackt auf dem Steg. So muss es sein und. Okay, gruselig. Jawohl. Perfekt. Ich habe für dich eine riesen Geburtstagstorte und da wollen wir mal gucken.
irgendwie aufräumen. Ah, der ist schlecht. Scheiße. Scheiße, dann räumen wir das auf. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Und das ist ein bisschen blöd, dass du jetzt... Erzähl mal eine dramatische Geschichte und... Wie war denn das jetzt mit dem Einkaufen? Achso, sie müsste eigentlich ins Lebensmittelgeschäft, oder? Weiß schon gar nicht mehr. Okay, irgendwie finde ich es total geil. Sie kann sie gleich fragen, ob sie mit einzieht. Dann würde ich mal sehen, dann machst du das nämlich mal. Und dann lassen wir Piper nämlich einziehen hier und dann kriegen... Haben wir sie nämlich auch gefangen. Rumbasteln um sie in Reisen mehr. Das möchte ich eigentlich nicht. Und wer ist das hier? Piper ist hier und... Okay, mal kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld dazu. So, und wir ziehen hierher. Haushalt zu Haushalt machen. Das wird der neue Haushalt sein, ist das korrekt? Und Vermögen haben wir 19.333, das ist korrekt. Zack, und da ist sie mit im Spiel. Und ja, was hat sie denn so? Sie hat einen Futterapparat, einen Sonnenschirm mit und ein Segelboot hat sie von Gemeingut. Zum Fitnessstudio gehen. Ach so, das ist dann praktisch, wenn sie sich selber was um Hilfe beim Zahnlernen bitten. Dann machen wir das und dann mal sehen, was passiert. Okay. Gut, dann mal sehen. Jetzt machen sie beide zusammen Fahrschule und natürlich jetzt laufen schon zwei hier um den Back rum. Gut, wir lassen uns überraschen. Letzten Minuten hier, letzte Sekunde. Wo ist sie denn? Okay, ich hätte also die Geburtstagstorte wahrscheinlich in den Kühlschrank packen müssen. Naja, schön. Vor allem ums Fahren lernen bitten. Wenn man die einfach ins Auto setzt, dann fahren die doch einfach, oder? Gut, wenn ich Piper dann älter mache, dann würde ich sagen, braucht sie auch einen Job. Muss ich mir noch was überlegen. Zumindest reicht der ins Job, den wir... Jetzt haben wir zwei im Badeanzug. Okay. Ja, cool, sie wird ganz langsam übt. Okay, in dem Sinne, sag ich, schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und ich lach mich gleich tot. Lasst euch gut, tschüss.